Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde oder neuen Bauabschnitt zu Let's Play OMSI 2. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja hier den Straßentyp weiter ausgebaut und verschönert. Und ja, wir machen heute weiter mit der zweiten Ampelanlage. Hier. Denn hier kommt ja keine hin. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Hier geht ein wenig schneller, weil hier haben wir nur eine T-Kreuzung. Okay. Dann haben wir das auch gleich erledigt. Spiegelverkehrt. Was tue ich denn schon wieder? Ja, ich bin immer noch in derselben Session drinnen, also nehmen wir wieder ein paar Folgen auf, damit ihr dann auch für die kommende Woche immer wieder versorgt seid. Daher kann ich leider noch nicht auf eure Kommentare eingehen. Leider ja. Und ich habe schon wieder keinen Kaffee. Eh logisch. Nee. Aber gut. So, jetzt braucht man natürlich die Ampeln. Mal klar. Jo, also muss ehrlich sagen, mir gefällt es ganz einfach, hier mit euch Maps zu bauen und an dieser Map zu bauen und ja, macht einfach Spaß. Ne? Okay, jetzt machen wir nochmal rüber. Eine zweite Ampel. Noch positionieren. Und alle guten Dinge sind drei. So, gut. Haben wir mal den ersten Part. Jetzt haben wir noch die Fußgängerampeln.
Dann noch die Verkehrszeichen, dann haben wir diese Kreuzung soweit fertig. So, die Ampeln sitzen schon mal. Das ist sehr gut. Nein, eine haben wir noch. Hätte ich fast vergessen. Mann, 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 Mann. Aber okay, ab und zu ist man eben auch vergesslich. Alzheimer lässt grüßen. Aber jetzt haben wir alle. Okay, wir brauchen das hier. Na, kommst du jetzt? Diesen hier. Drinnen. Gut. Hier machen wir das hier. Okay. Damit wäre auch diese Ampelanlage soweit, um in Betrieb zu gehen. Jetzt haben wir zwei. Die kommt dann etwas später. Okay, jetzt kann man da mal weiterbauen und die kommt auch später. Aber ich bin jetzt noch am Überlegen. Nee, die lasse aber so, wie sie ist. Okay. Nee, vergiss. Ich dachte mir, dass ich da die breite Straße nehme. Aber okay. Wir werden einen neuen Titel. Und werden jetzt langsam, aber sicher die Straßen miteinander verbinden. So, dann machen wir 30. Und dann machen wir einen Radius von 90, minus 90.
90 fast zu viel, ha? 60. Ah, zu wenig meine ich. Minus 120. Okay. Dann geht's weiter. Machen wir hier 60, 100. Okay, dann machen wir da 100. Da 30. Minus 120. Ein Radius von 0 und dann haben wir 120. Okay. Dann machen wir auch 120. So, und dann machen wir noch 90. 2 Meter. 2,3. Oh, konnte passen. Okay. 2, ups. 15. 1. Ich werde denselben Fehler. Kann man noch etwas anpassen? Das Ganze. 5, 6, 8. 8 ist gut. Okay, jetzt haben wir mal den ersten. Erste Straße mit der anderen verbunden. Wir machen dann hier noch den Platz fertig. Und zwar natürlich noch alles in dieser Folge, wenn es sich ausgeht. Und ja, wollen wir mal weiterschauen, was so noch kommt. Also ihr seht, es ist viel passiert, aber es braucht eben auch seine Zeit, bis eben alles soweit ist. Deswegen auch großen Respekt an die Busbauer unter euch, also das, was ihr hier abzieht, das ist ja der Wahnsinn. Nein, ernsthaft, also. Vor allem die Geduld, was ihr aufbringt mit der Community, immer wieder diese blöden Relays fragen, also das ist der Hammer. Klar, einige sind den Druck nicht gewachsen, aber ja, gut Ding braucht Weile. Aber wenn es dann auch zu sehr nervt, verstehe ich euch auch, wenn ihr sagt, okay, das Projekt ist beendet und ja, ist zwar schade drum, aber okay, jeden seine Entscheidung. Es ist eben halt so. Deswegen baue ich lieber Maps und ja. Und versuche hier relativ gute Karten zu bauen. Also meinem Vorstellungen entsprechend gute Karten. Ich meine, klar, es geht immer mal wieder Leute, die sagen, nee, da brauchst du scheiß Karten und so weiter, aber mir gefällt's und dann soll eben derjenige selber eine bauen, dann sieht er mal, wie viel Arbeit das dahinter steckt. So eine Riesenkarte oder ist auch in unserem Fall eine allgemein eine Karte zu bauen und zu erstellen.
Ja, schauen wir, dass wir wieder ein Eck rauskriegen. Was etwas Eckiges. Denn wo haben wir das schöne Gebäude? Ah, das machen wir anders. Moment. Bing, bing. Bing. Okay. Gut, das passt soweit. Wenn wir einen Schluck nehmen. Er sagt, das wird natürlich alles noch viel schöner werden. Das war jetzt erstmal so das Grobe. Und dadurch, dass wir hier lang dann auch eine Linie fahren wird, schaut's gut aus. Ja, und du musst es gut ausschauen. Auch alles das, was im Hintergrund ist, lassen wir mal weg. Und wenn wir nur eine Straße reinführen, aber ich werde versuchen, natürlich jede einzelne Straße miteinander zu verbinden, wenn es irgendwie geht. Okay. Das ist natürlich alles nur grob, das macht man später noch schöner. Nur mal die Grundstruktur. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wie gesagt, auch ein Abo, natürlich alles kostenlos für euch. Und ja, ich sage. Tschüss mit dir und ciao mit auch.